Servus und grüß Gott zum vierten Tag bei der Mehrtagestour. Wir haben heute da unten im Refugio Lavaredo geschlafen. War gut, lecker essen, war schön. Und jetzt gehen wir zum letzten Etappenziel, zur Talschlusshütte. Mal so 9 Kilometer, 4-5 Stunden. Ja. Und schöne Aussicht, fängt gerade wieder an zu regnen, gab einen kleinen Wettersturz, das sind doch nur noch, ja, weiß ich nicht, 7 Grad oder so. Ja, schauen wir mal, ob es noch wärmer wird. Kalten Flusswasser. Das sieht von oben, das hat nur 4 Grad oder so. Der Mutige. Guck mal. Das ist gut für die Durchblutung. Nächste. Noch einmal. Quer durch. Ist kalt? Das tut doch weh. Geh mal rein. Einmal durchgehen. Doch. Komm her, fall hier hin. Das ist ein paar Leute. Rein. Komm, einmal reingehen. Ziel, ne? Passt da. Der Mehrtagestour. Ja, war aber gut, oder? Die Tour war super. Da
war super. Nichts für Anfänger, würde ich sagen. Nee, blutige Anfänger muss schon wandern können. Also ein bisschen mit dem Berg musst du, darfst keine Angst haben. Genau. Ein bisschen Kondition musst du auch haben. Ja. Aber ein super zu laufen, gut ausgeschildert, schöne Hütten. Ja, also von der Ausstellung her muss man sagen. Gott, der war gut. Kann man sich eigentlich nicht verlaufen, außer einer. Ja. Ja, also ist nur zu raten, die 4-Tagestour. Echt richtig schön. Ruhig. Ja. Und jetzt sind wir auch an der Talschlusshütte. Letzte Hütte. Mutti, was sagst du nochmal? Resümee. Also der Abgang oder der Abstieg. Der Abgang war gut. Der Abstieg ist anstrengender als der Aufstieg. Ja, ansonsten ist es eine atemberaubende Kulisse, die 13. Schön, ne? 13 und die ganzen anderen Gipfel, das ist echt Wahnsinn. Ja, das ist eine atemberaubende Kulisse. Plätzwiese, schön. Ja. Ja. Kann man nur empfehlen, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pfiat die. Ciao.